Willkommen zurück zu Far Cry 2. Ja, das letzte Mal hatten wir hier die uns Medikamente geholt und müssen jetzt zur Busstation, um mit dem Bus dann können ja mal hier mit dem LKW fahren, oder? Munition nehmen wir mit. Ja, ein Edelstein war jetzt hier nicht gewesen, ne? Nee. So. Ist ja auch mal das erste Mal, dass wir mit dem Ding fahren hier. Ah, hier liegen noch die ganzen... Oh nee! Was habe ich denn gemacht jetzt? Das Zebra! Echt jetzt? Zebra, also Zebra, ja, wir schaffen es. So, ich wollte gerade sagen, kann ja nicht sein, dass das Zebra einen hier aufhält. So, Busstation. Ah, da sind bestimmt wieder böse Typen hier. Oi, 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 der LKW. Jetzt ist er ausgegangen. Ihr blöden Verfluchten. So, wir müssen genau zu denen hier. Hoffe ich mal, dass ich das jetzt noch so richtig in Erinnerung hatte. Immer wollen sie einen aufhalten. Also, fährt man ganz gemütlich mit einem normalen LKW, nicht bewaffnet. Also der LKW jetzt. Schießen sie ein. Aber ich glaube, wenn man da langsam ranfährt an so einem Checkpoint, und ja, hier, ich könnte Geld bestechen mäßig, die schießen ja auch gleich auf einen. Fragen sie ja gar nicht. Naja, dann müssen sie durch. Aber ich werde auch nicht jeden Kontrollpunkt, der jetzt auf der Karte jetzt angegeben ist, den wir noch nicht freigeschalten haben, den nicht schon. Ansonsten aber, wie gesagt, so, was haben wir denn jetzt bei uns? Raketenwerfer ist gut, ja. Okay. Wir müssen jetzt, genau. Wechsel mal die Ansicht. Ja, fahren wir erstmal die Schienen lang, würde ich sagen. In die Richtung. Mit einem Quad. Einer Hummel. Na, hier waren wir ja auch schon mal. So, bis die Felsen anfangen. Dann kann man eigentlich schon mal hier rüber fahren. Ist das jetzt eigentlich ein bewegendes Ziel? Ach, das ist ja schon wieder hier beim Airport. Moment. Wir gucken mal, wie die sich bewegen.
Ach, die fahren direkt rum um den. Okay, das ist könnte eine Aufgabe. Jetzt kommen sie von da. Okay. Müssen sie ja hier lang kommen, ne? Dann können wir da oben gleich mal das eine Zelt noch freischalten. Ich will jetzt nicht direkt auf den Airport da und mich da schon wieder mit allen anlegen. So, müsste ja. Der ist angehalten. Ey, fahrt weiter. Ich geh mal hier ein bisschen in den Busch. Ah, jetzt kommt er. Schauen wir mal, wo sie kommen. Oh, die fahren hinter mir. Ach du Kacke. Da hinten. Da hinten fahren sie. Kommen jetzt genau auf mich zu. Scheiße. Oh oh, das könnte in die Hose gehen. Oh, Mist. Okay, okay, okay. Die fahren munter weiter. Okay, wir werden denen jetzt entgegenfahren. Ich habe ja keine Raketen mehr. Das heißt, wir müssen könnten natürlich hier warten und mit Scharfschützengewehr, aber ich werde mal weiter entgegenfahren. So, die kamen ja hier. Hier so kamen die lang. Da ist schon der Airport. Kam, glaube ich, hier irgendwo. Fahren hier durch die Wüste. Verdammt nochmal. Sind aber auch schnell. Ich hoffe, das Auto irgendwie kaputt zu kriegen. Oh, wieso bin ich, ist mir jetzt so schummrig hier? Wo ist denn jetzt mein Quad? Hä? Guck mal. Erhole ich mich jetzt gar nicht mehr? Da ist mein Quad. Oder was ist denn los mit mir? Jetzt ist vorbei. Der bleibt, glaube ich, stehen da. Yippie! Uiuiui. Oh, das wollte ich nicht. Wo kann ich den reparieren? So.
ist er doch wieder hinter. Oh, was ist denn jetzt? Tablette. Haben wir Gott sei Dank gerade erst bekommen. Verdammt! Aber der qualmt schon. Jetzt haben wir ihn. Ha ha ha! In den Rücken geschossen. Wir fahren gleich mal hin. Aber ich glaube, wir mussten den nur töten. Mehr nicht. Ui. Penner! Mich fast getötet. Fetten Maschinengewehr hier. Gut, Raketenwerfer ist sowieso leer. Und falls jetzt mal noch hier einer kommt. Danke fürs Auto. Das waren die, die die eigentlich beschützen sollten. So, ich wollte jetzt zu den Einzelt. Genau. Hier rüber. Oh, was ist denn das für ein Auto hier? Hält da nicht mal einen kleinen Huckel aus? Alles schon Schrott. Sind da welche? Ich sehe da gerade keinen. Doch da. Oh. Da ist doch niemals nur ein Typ. Oder? Ah, seht ihr, jetzt haben wir sogar schon Munition vor den Safehäusern. Aber anscheinend ist hier bloß ein Typ. Ja, jetzt habe ich einen Raketenwerfer nicht mehr dabei. Blöd. Ist das dieselbe Wumme? Wieso will er die denn? Ist dieselbe. Drinnen müssten wir eigentlich noch. So kann ich hier nicht reingehen. Hier lebt also doch noch einer. Stimmt. Der hat uns noch gar nicht angezeigt, dass wir das übernommen haben. Nein, nicht ins Wasser. Aber wo ist der? Da oben. Der war eben mal einen Rundgang machen, klar. So, jetzt haben wir es aber. Unser. Gehen wir mal gleich hier ran.
speichern möchte ich jetzt nicht. So, dann haben wir ja jetzt wieder die freie Auswahl, glaube ich. Mike's Bar, würde ich sagen. Ach ja, und übrigens habe ich ganz, ich habe mal nachgeforscht. Der Typ, der gestorben ist, hier unser Kumpel, ne, wo wir jetzt ja hier nur noch einen haben, der hätte nicht sterben müssen. Gehen Sie zu einer Briefing-Position um eine Mission, ja. Der hätte nicht sterben müssen. Ich habe einfach zu viel R1 gedrückt. Das tut mir so leid. Normalerweise, ich hätte eine Spritze geben müssen und dann gar nichts mehr machen müssen. Boah, verdammt. Ja, das habe ich, ist also mein Verschulden, ne? Und ich dachte erst, wo das passiert ist, muss so sein. Aber nee, das muss nicht so sein. So, ja, wir müssen aber trotzdem mal gucken, wie wir jetzt fahren. Da haben wir einen Wachposten, den müssten wir eigentlich auch noch ein paar machen. Und dann müssten wir ja zu Mike's Bar, also könnte man da schon hochfahren. Okay. Moment. Da nach oben. Ach so, nee, da geht's gar nicht weiter. Ah, können wir ja machen. Okay. Die geschlängelte Straße hier. Hier ist sie. Moment, was ist da hinten? Da hat was gesehen. Ach, Zebras. Okay. So, ich hatte jetzt gesagt, wir fahren jetzt nach links, ne? Denn nach rechts, da ist ja zwar der Bus. Ne, wir fahren nach links. Weil Wachposten brauchen wir nämlich auch noch einige. Oh, Diamant. Oh, scheiße, da kommt ein Auto. Können wir ja gleich mal... So, störst mich nicht hier beim Diamanten. Hier. Okay. Wahrscheinlich hier auf dem Felsen, ne? Was? Was ist mit dem denn los? Schießt einer von da. Das Gute ist, dass man hier gleich hintereinander schießen kann mit der Draganov. Und da ist der Koffer. Was rennen die denn hier rum? Sind die nicht mehr ganz uschig? So, 46. Ist noch nicht gerade viel, aber es wird langsam. So. Was? Ich hab gerade ein Stöhnen hören. Ihr doch auch, oder? Wo denn? Ich sehe keinen.
vorne müsste jetzt aber bald der Wachposten kommen. Ja, genau vor mir. Oh, oh, da kommt noch einer. Ich glaube, ich habe beide erwischt. Da ist aber noch einer. Steht da dumm rum. Jetzt nicht mehr. So. Mal die Pistole. So, habt ihr noch ein bisschen was für mich? Munition. Das brauche ich nicht. So. Ja, jetzt brauche ich natürlich auch ein Auto. Ah, da steht noch eins. Und ein Diamant gibt es hier natürlich auch. Meine Güte. Na? Da. Die Richtung. Die Richtung. Hier unten. Hier unten. Dankeschön. So. Da fühlt man sich doch gleich wieder ein kleines Stück reicher, ne? Was haben die hier? Dodo. Wo ist denn jetzt mein Auto? So weit bin ich doch noch gar nicht. Hier drüben, ne? Ach ja, ich und die Orientierung. So. Dann muss ich jetzt tatsächlich hier, ja, ich muss hier lang. Vorne könnte dann auch nochmal, aber da können wir ja durchfahren bei der Brücke. Könnte natürlich... Bleibt da einfach im Auto sitzen. Naja gut. Von mir aus. Hier so hin. Ah. Da ist nämlich auch noch ein Wachposten da hinten. Da hinten muss irgendwo einer sein. Können wir ja... Moment. Da. Okay, warte. Na, gehe ich doch wieder aufs Geschütz. Den Rest müssen wir so ausschalten.
Da oben ist der nämlich. Da ist nämlich schon wieder einer. Und da ist ein LKW. Na, das hat sich doch dann gelohnt. Den nehme ich doch gerne mit. Ah, nicht so viel laufen. Und lieber mal hier mit ihrer Scheißknarre. So, ist hier noch einer? So. Und 20 haben wir schon. Hier hätten wir noch ein bisschen. Oh, hier gibt es noch einen Diamanten. Über mir? Oh nö. Mal das Dach einschießen. Ah ne, hier. Unter uns. Wunderbar. Und jetzt haben wir ein LKW. Mein Lieblingsauto. Nicht vom Aussehen jetzt, aber so von der Knarre, die drauf ist. Und weil man hier eben höher sitzt. So, hier müsste noch ein Munitionslager sein. Ja, da sind welche. Und stell dein Auto genau hier im Weg. Da hinten ist noch ein Scharfschütze. Da brauche ich nur eine von den Kugeln treffen, dann ist das schon erledigt. So, kommen wir hier vorbei. Nee. Ah, so eine Vollidioten. Da drunter? Rolle runter! Geht nicht. Das ist aber kein Checkpoint. Das ist einfach nur... So, und dann hoffe ich mal in Mike's Bar. Erst habe ich ja überlegt, ob ich das nochmal speicherpunktmäßig zurücksetze und das nachspiele, dass er mir nicht verloren geht. Aber das wäre dann so eine Art Schummel, ne? Wenn einem das passiert, dann passiert einem das. Da muss man dann durch. Also wenn dann das schon passiert, dann muss man durch, weil so ist das Spiel. Ne? Ich hätte jetzt zwar, klar, ich hätte jetzt Speicherpunkt, aber ich möchte sagen, ich glaube, gleich noch ein, 21, das ist schön. Ich glaube, dass wir noch einen weiteren Freund dazu kriegen. Also man kann immer nur zwei haben, ne? So, wir müssen eigentlich Richtung... Ja, hier müssten wir eigentlich... Richtung Stadt. So, man kann immer nur zwei haben, aber man hat ja... habt ja gesehen, da war ja der eine mit dem Turban. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt mit in mein Team kriege. Und deswegen habe ich das auch nicht nachgespielt und so... wenn ich jetzt privat gespielt hätte, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. So, wir wollen aber zu Mike's Bar. Da müssen wir eins weiter, glaube ich.
Mike's Bar, genau. Mike's Bar, geht's hier rum? Ja, dann mal sehen, ob wir dann einen neuen Freund mit reinkriegen. Weil das Spiel ist ja so gemacht, das kann ja passieren, ne, dass der auch von der Feinde drauf geht. Muss ja jetzt nicht, in dem Fall war ich zwar schuld dran, ne, aber ja nicht mit Absicht. Und ich jag den da eine Spritze nach der anderen rein, also klar, ist ja Überdosis dann. Das war natürlich verkehrt. So. Und hier haben wir dann auch gleich noch, können wir gleich noch hier, ne, die Knarre hier wieder wegschmeißen. Können wir eigentlich noch gleich machen. So, hier nochmal gucken. Wir haben ja schon wieder ein paar Steinchen. Er ist immer noch nicht da. Ich würde aber gern lieber, bevor wir hier die nächsten Waffen freischalten. Ja, 15 Steine habe ich. Die Makarov. Die Leuchtpistole. Ich weiß nicht, wozu die Leuchtpistole gut sein soll. Können wir erstmal hier bei den hinten, bei den Erweiterungen, würde ich gern was machen. Und zwar würde ich mir gern den. Achso, ja, irgendwo müssen wir anfangen. Na, wäre vielleicht besser. Nee, Pistole ist schon gut, ist schon gut. Pistolengurt. Ja, und hier könnten wir noch eine Sekundärkiste, die erste. Gucken mal, ob wir hier bei der Handbücher noch irgendwas hatten. Ja, hier. Müssen wir nehmen. Ist auch wichtig, Raketenwerfer. Hier war aber noch einmal Raketenwerfer, ne? Hier. Die Verlässlichkeit. Hm. Gut, nehmen wir das beides erstmal. Würde ich sagen. So haben wir nämlich, glaube ich, mit der Pistole dann mehr Munition, möchte ich sagen. Und ich speichere dann gleich mal, weil ich hier erstmal jetzt... Schnitt ist fällig. Okay. Dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Far Cry 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.